Heute gibt es einen richtig schönen winterlichen Linsen-Kohlsprossensalat. Für alle, die mich nicht kennen, mein Name ist Mimi und ihr könnt gerne meinen Kanal abonnieren. Das wird mir riesig helfen. Oder mir auf Instagram folgen. Mimilicious mit einem Bindestrich unten. Ich verlinke euch das alles unten, wie immer. Und ich würde sagen, jetzt fangen wir mit dem Rezept an. Ich würde mal sagen, wir machen heute gemeinsam etwas schön Weihnachtliches, und zwar einen Salat. Klingt jetzt erstmal nicht so weihnachtlich-winterlich, aber der ist richtig schön wärmend. Und die Base sind hier Linsen. Und dann zeige ich euch einfach, was ich hier noch alles habe. Ich habe hier Kürbis, den habe ich schon geschnitten und geschält. Dann habe ich hier Kohlsprossen. Die werde ich nachher noch ein bisschen putzen. Ich liebe die. Und dann habe ich hier noch eine rote Zwiebel. Maroni natürlich. Die habe ich schon gekauft, verzehrfertig. Die kann man in so vakuumverpackten Dingern kaufen bei uns in Österreich. Im Spar. Dann habe ich hier ein bisschen Kräuter der Provence, weil es sind eigentlich meine Lieblingskräuter zum Würzen. Ich habe ein bisschen Cayennepfeffer, da kommt eine Prise rein, damit das alles noch mal wärmender wird und ein bisschen Hitze hat. Wenn ihr kein Schaf mögt, dann lasst es weg. Dann brauche ich Salz, Pfeffer, ich habe noch ein bisschen Petersilie und einen Granatapfel. Dann kommt noch dazu Feta und da machen wir nachher noch gleich eine Vinaigrette mit Dijon-Senf, mit Essig und Olivenöl. Und das war's auch schon. Und alles im allem braucht der Salat so maximal 30 Minuten, 25 Minuten. Und ich würde sagen, ich lege direkt los, indem ich die Linsen koche. Also die Linsen gebe ich mit doppelt so viel Wasser wie Linsen in einen Topf. Dann kommt ein bisschen Salz dazu, ein Schuss Essig, weil das bricht die Linsen noch mal schöner auf. Dann lasse ich das kochen hier. In der Zwischenzeit heize ich schon mal den Ofen vor. Ich mache das ganz gerne auf volle Pulle, also so 200 Grad, 220 Grad, auf Grillen. Und dann habe ich hier schon meinen geschnittenen Kürbis, der kommt da drauf. Und dann putze ich jetzt hier die Kohlsprossen. Und zwar schneide ich da das untere Ende grob ab und schäle die ersten ein, zwei Blätter vielleicht. Und dann kommen die zu dem Kürbis dazu. So, jetzt sind alle Kohlsprossen sauber und neben dem Kürbis auf dem Blech. Und jetzt kommt Olivenöl dazu, die Kräuter der Provence und eine ordentliche Prise Salz. Und das tue ich jetzt alles einmal umrühren und dann kommt es schon in den Ofen. Dann in der Zwischenzeit schäle ich jetzt mir hier meinen Granatapfel. Und zwar schneide ich da immer hier das vordere Stück ab und dann ziehe ich das an den Spalten entlang hier runter. Und dann, schaut mal, könnt ihr die Spalten so rausbrechen. Und ich meine, Granatapfel kenne, da gibt es so viele verschiedene Varianten, die zu schälen oder zu entkernen. Eine davon ist im Wasser. Ich habe das ungern im Wasser. Ich weiß nicht, irgendwie finde ich, dauert das viel länger und dann ist es alles nass. Und ich habe dann immer das Gefühl, als ob die Kerne so ein bisschen Geschmack verlieren würden. Vielleicht stimmt es doch gar nicht, aber schreibt mir mal gerne unten in die Kommentare, wie ihr das macht. Ich mache das tatsächlich am liebsten so. Als nächstes schneide ich ganz einfach meine rote Zwiebel dazu. Ihr könnt natürlich auch weiße Zwiebel nehmen. Die ist mir nur ein bisschen zu süß dafür. Ich habe den Geschmack von der roten für den Salat am liebsten. Und ihr könnt den schneiden, wie ihr wollt. Ich werde jetzt mal dünne Scheiben schneiden. Ihr könnt natürlich auch Würfel schneiden, was euch da gefällt oder was euch da am besten schmeckt. Ja, und dann sind wir schon mal so weit ready, als dass ich jetzt die Vinaigrette mache. Und die habe ich euch schon ein paar Mal gezeigt, aber ich zeige es euch gerne nochmal, weil ich werde immer wieder gefragt. Ich nehme immer Dijon-Senf, den scharfen. Kein Estragon-Senf nehmen, kein Senf, der nicht so scharf ist. Also das schmeckt mir persönlich überhaupt gar nicht. Das ist dann auch in meinen Augen auch keine Vinaigrette. Dann einen guten Schuss Essig. Dann kommt das Salz dazu
Und das schließe ich jetzt einmal schon und schüttel es ordentlich. Und jetzt hat sich das alles aufgelöst und jetzt kommt das Olivenöl dazu. Eine gute Vinaigrette ist in meinen Augen, und ich habe das von meiner Mami gelernt, die in Südfrankreich aufgewachsen ist, eine, die muss gebunden sein und die darf nicht zu flockelig sein und die muss aber auch ein bisschen dickflüssiger sein. Schaut mal, das hier ist perfekt. Jetzt sind meine Linsen auch fertig, die tue ich jetzt abschöpfen. Und dann kommt das in eine Schüssel rein. Ah, schaut mal, der Kürbis und die Kohlsprossen sind auch schon fertig. Mh, das riecht richtig gut. Und dann kommt es schon zu den Linsen dazu. Und dann kommen hier alle meine Zutaten eigentlich noch dazu. Es kommen dazu die Zwiebeln, die Maronis, Granatapfel. Und der Feta, wobei ich mir vom Feta immer ein bisschen was übrig lasse, zum nachher dekorieren. Und dann kommt die Vinaigrette drüber. Und das tue ich jetzt schön ordentlich verrühren. Ich will, dass überall ein bisschen was von der Vinaigrette ist. Und dann schneide ich mir ein bisschen was von der Petersilie. Und dann nehme ich mir noch den restlichen Feta und tue das mit der Petersilie verfeinern oder verzieren. Und auch noch mit ein paar von den Granatäpfeln. Und dann kommt noch Pfeffer oben drauf. Und das war es. Und das ist mein super guter winterlicher Salat. Ihr könnt ihn auch als Beilage für Weihnachten verwenden. Wenn jemand vegetarisch ist, das ist super füllend. Ihr habt eure Proteine über die Linsen. Mmh. Also ich sage euch eins, das ist tatsächlich einer meiner Lieblingssalate, so wie er ist. Ich liebe Ofengemüse. Man hat die Linsen, das sind nochmal Proteine, die schmecken auch richtig gut. Und dann mit der Zwiebel bekommt man nochmal so eine crunchige, knackige Note. Maroni, Kohlsprossen, für mich ist auch Granatapfel, das ist alles so eine richtig weihnachtliche Kombi. Ich liebe das und der schmeckt richtig frisch, trotzdem er so warm ist. Und ich wirklich lege euch ans Herz, macht den zu Weihnachten. Es ist auch, oder um die Weihnachtszeit, wenn ihr nach dem Weihnachtstag wieder ein bisschen normaler essen wollt oder euch ein bisschen zu überessen habt, dann ist das eine saugute Weihnachtsalternative, die ein bisschen gesünder ist. Und ja, ich hoffe, ihr macht es nach, auch für die Vorweihnachtszeit. Ja, jetzt in den nächsten Tagen ist es auch ein perfekter Salat für die ganze Familie, wenn jetzt alle kommen. Ihr könnt den auch schon vormachen und dann nochmal kurz aufwärmen oder kalt essen, je nachdem, wie ihr das wollt. Ich hoffe, ihr habt jetzt noch schöne Weihnachtsfeiertage und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Tschüss!